BlackBerry hat gestern ein neues Gerät vorgestellt. Das ist der BlackBerry Z30. Wann es den in Deutschland geben wird, wissen wir noch nicht. Hier ist ein Testgerät, das bereits aus der Serienproduktion kommt. Es ist von der Größe her vergleichbar ungefähr einem Galaxy S4. 5 Zoll AMOLED-Display, allerdings mit der Auflösung 1280 x 720. Das Besondere an dem Gerät ist, es hat hinten einen abnehmbaren Deckel. Und wenn man da runterschaut, fällt einem etwas auf. Es gibt zwar Slots für eine SD-Karte und für eine Micro-SIM, aber keinen Akku zu entnehmen. Der ist fest verbaut im Gerät hier. Das heißt also, wenn ich diesen 2880 mAh Akku tauschen möchte, dann muss das Gerät in den Service. Der Deckel hier hinten drauf ist wieder so ein Glassweave, vergleichbar mit dem BlackBerry Q10, der vor ein paar Monaten erschienen ist. Bei diesem Gerät kann man aber tatsächlich dann auch den Akku tauschen. Auf das hat BlackBerry hier verzichtet. Das hat mit zu tun haben mit der Fertigung und der Dicke dieses Gerätes. Es ist eine sehr solide Maschine. Ich lege mal zusammen beides auf eine Waage. Das hat ein Gewicht von 172 Gramm mit den beiden Karten da drin. Das ist eine ganze Menge. So das akzeptierte Gewicht, was wir so haben, ist an sich so um die 140 Gramm. Das findet man normal. Hier 135 Gramm, ein altes iPhone 4S auch 140 Gramm. Der BlackBerry Z10 auch in dieser 140 Gramm. Selbst die Nokia Lumias, die relativ schwer wirken, haben mittlerweile mit dem neuen 25 auch ein Gerät in dieser Preisklasse. Also neue BlackBerry ziemlich solide und auch nicht leicht mit über 170 Gramm. Wenn man den Deckel hinten drauf drückt und wieder ordentlich befestigt, dann geht der auch ausgesprochen schwer wieder ab. Also das ist eine ganz, ganz schwere und solide Angelegenheit. Da der Bildschirm die gleiche Auflösung hat wie BlackBerry Z10 ist einfach alles ein bisschen größer. Das heißt, Schriftarten sind größer. Wir haben hier in der Icon-Übersicht eine Reihe mehr an Icons. Das drückt sich nicht in mehr Pixeln aus, sondern nur in mehr Bildschirmgröße. BlackBerry hat also die Icons einfach ein bisschen kleiner dargestellt. Zusammen mit dem neuen Gerät gibt es eine neue Software, BlackBerry OS 10.2. Die wird es dann auch für das BlackBerry Z10 später geben. Man spricht im Augenblick von Oktober. Da gibt es eine ganze Menge von Detailverbesserungen. Manche Sachen kann man erkennen, die sind einfach entstanden, weil der Benutzer verwirrt war. Nicht jeder hat hier drüben den Hub gefunden und deshalb gibt es jetzt schlicht einfach ein Icon, um in diesen Hub zu kommen. Das heißt, wenn man da drauf tippt, dann geht er hier rüber und zeigt den Hub an. Im Hub selber gibt es ein Priority Hub jetzt. In dem Priority Hub kann ich einstellen, welche Nachrichten mir wichtig sind von welchen Leuten. Das kann ich festlegen anhand von Threads, das kann ich aber auch festlegen anhand der Kontakte. Gibt viele Sachen mehr, beispielsweise Kontextmenüs, die Settings haben sich geändert. Es gibt ein paar neue Tricks. Das Ding kann Miracast-Übertragungen machen von Mediainhalten. Ich habe jetzt USB to go, das heißt, wenn ich hier so einen Adapter dran mache, dann kann ich USB-Sticks lesen und die sehe ich dann auch direkt hier in meinem File Manager habe ich jetzt ein USB-Device. Das USB-Device ist dieser Stick hier. Nehme ich das wieder weg, dann verschwindet das wieder. Es gibt weiterhin auch einen HDMI-Ausgang. Das heißt, ich kann direkt den Projektor anschließen. Das Gerät ist insgesamt so ein bisschen wertiger. Es hat so einen Metallrahmen außenrum. Hier drüben gibt es noch zwei weitere Mikrofone, die der Geräuschunterdrückung dienen in Gesprächen. Im oberen Bereich hier hat es eine neue Antenne, die bessere Verbindungen erreichen soll. Bei einer schlechten Abdeckung, das wiederum soll auch wieder Strom sparen. BlackBerry spricht hier von Sprechzeiten bei diesem Gerät von bis zu 18 Stunden. Das wird eben auch zugeschrieben dieser Technologie. BlackBerry Messenger hat ein paar Neuigkeiten. Es gibt direkt Pop-ups, es gibt Toast-Nachrichten auf dem Bildschirm und ich kann BlackBerry Messenger-Nachrichten direkt beantworten. Die Kanadier hoffen sich jetzt mit dem Support in anderen Betriebssystemen, in iOS und in Android, dass sie wieder mehr Leute finden werden, die am BlackBerry Messenger teilnehmen. Insgesamt interessantes, doch deutlich solides und schweres Gerät, einem riesigen Akku, 2880 mAh, Dual-Core-Prozessor, Speicherausstattung ist exakt die gleiche, wie auch hier, die Kamera ist das gleiche. Man sieht einfach nur sozusagen fast eine Ablösung für den C10. Und es bleibt am Ende Geschmackssache, ob man lieber ein etwas kleineres Gerät und leichteres Gerät haben möchte oder so ein großes, kräftiges mit einer deutlich längeren Batterielaufzeit.